Videobomber, immer, immer. Ja, setz noch eins drauf. So, meine Lieben, ich bin angekommen in Berlin, den Flug habe ich gut überstanden, yay. Und was mache ich überhaupt in Berlin? Ich bin eingeladen worden von Essence, und zwar gibt es hier einen Pop-Up-Store, der eröffnet hat, beziehungsweise jetzt heute zugänglich für uns Blogger, Influencer und ab morgen für euch. Und zwar sind wir hier in der großen Präsidentenstraße, glaube ich. Ich schreibe es euch hier nochmal hin, ne? Große Präsidentenstraße, war das richtig? Präsidentenstraße 10. Na, du darfst jetzt noch nichts sagen. 10. Erst wenn ich dich ankündige. Ach so. So, jedenfalls. Geiles Intro. Ist das hier die große Präsidentin? Was soll ich da nicht sagen? Ja, jedenfalls. Okay, ich kündige sie jetzt schon an. Hier Hallo. Ist meine liebste Lieblingsstätte. Und da ist der Kameramann, der uns die ganze Zeit. Geilstes Intro ever, Leute. Geilstes Intro ever. Also, jedenfalls habt ihr hier die Möglichkeit herzukommen und euch einen Lipgloss zu kreieren in matter Version und in Gloss. Ganz viele verschiedene Farben könnt ihr dann selbst eben kreieren und Nagellacke. Ich bin jetzt schon total gespannt und würde sagen, wir legen jetzt hier mal los. Kommt auf jeden Fall her, wie gesagt, bis Juli, falls ich es jetzt noch nicht gesagt habe, weil ich hier so Videobomber habe, habt ihr die Möglichkeit herzukommen und euch das selbst zu machen. Aber ihr merkt es jetzt alles im Laufe des Videos. Sorry, dass es so ein bisschen unstrukturiert gerade ist. Schön gemacht. Also, ich führe euch mal rum. Auf geht's. Schaut mal, wir arbeiten jetzt bei Essence. Shop heißt es. Nein, in der Produktion. In der Produktion. Ja, wir sind jetzt hier voll fest eingestellt. Soll raus, so. Meine Pipetten. Hey, ich kündige dann also meinen Job. Und so. Ihr wisst Bescheid. Also, los geht's. Los geht's. Das sind jetzt die Stationen. Und zwar haben wir hier einmal den Shiny Lipgloss. Und hier haben wir die matte Version. Und da hinten haben wir dann noch Glitzer und da könnt ihr euch eben, wie gesagt, euren Lipgloss selbst kreieren, zusammenstellen mit den Farben, die euch eben gefallen. Hier habt ihr noch eine kleine Anleitung, wie ihr sehen könnt, damit ihr dann wisst, was ungefähr dann dabei rauskommt, wenn ihr das eben so zusammenmischt. Und hier habt ihr dann auch noch natürlich eine leckere Geruchsrichtung. Wir haben jetzt hier zum Beispiel diese Sugar und Ananas. Kokos und hier haben wir noch dieses hier. Und hier könnt ihr euch das Ganze dann in diese schönen Flakons abfüllen lassen. Das wird jetzt hier auch gleich nochmal gemacht. Die Farbe hier und ich würde sagen, ich lege jetzt auch mal los und mache mir mal meinen ersten Lipgloss. Kennt ihr diese Schokolade, die man übers Eis macht? So hat es jetzt gerade. Ja. Ist ganz schön dunkel. Mhm. Kannst du auch noch ein bisschen Weiß mit reinbringen? Ja, Weiß kann man auch reinmachen, dann wird es heller. Kinder, Essen ist fertig. Miracoli ist fertig. Oh, jetzt ist es so warm. Siehst du das? Ist kann man nicht so richtig einfangen, glaube ich. Aber es ist eine ganz schöne, so dunkle, bärige. Ja, toll. Ja. Mega, oh, das gefällt mir jetzt schon voll gut. Ist richtig gut geworden. Ist das so schon fertig? Kommt da jetzt noch Glitzer rein? Ja, nee, ich mag keinen Glitzer. Eigentlich ganz wenig. Oh, schade. Ja, du kannst vielleicht ein bisschen von dem durchsichtigen Farbe. Du musst mehr nehmen, ja. Mein erster Lipgloss wird dran abgefüllt. Ich weiß nicht, ob er was geworden ist, weil wir jetzt gerade gedreht haben und ich ständig dieselbe Handbewegung gemacht habe und immer was reingefüllt habe, aber Farbe finde ich schon mal ganz gut. Und das ist die Verpackung dazu. Jetzt dekoriere ich aber erstmal mein Flakon. Schaut mal das Packaging an. Richtig cool, oder? Hier hat man dann so Aufkleber. Dann kannst du quasi das so richtig schön dekorieren. Cool. Schaut mal, wer hier ist. Hello. Hello. Was hast du gezaubert? Also, ich habe hier einen Lipgloss. Das ist so ein leicht dunkler Lackton.
Beste. Also viel Spaß noch. Danke schön. Hallo Leute! Kennt ihr ja schon? Bevor ich jetzt hinfliege, mache ich jetzt erstmal Schluss und wir sehen uns unten nochmal. Oder fängst du mich auf, Elvis? Ich fange dich natürlich auf. Danke, Elvis. Mit dem Elvis war ich in München beim DM. Train It Up. Train It Up Event. Genau. Also nicht im DM, sondern mit DM beim Train It Up Event. Ja. Daher kennt ihr den Elvis bestimmt. Ich habe ja genug mit ihm gesnappt auch. Ja, das ist echt witzig. War so lustig. Immer witzig mit der Heidi. Ja, ich bin eine coole Socke. Einfach ja, mega. Gib's dir dann später das Geld. Da ist die Maschine, aber die Steffi nimmt gerade alles ein. Deshalb muss ich natürlich wieder warten. Seht ihr das? Sie ist wieder voll in ihrem Element. Darf ich dann auch mal Steffi? Ich habe die wirklich gefunden. Und die Liebe kommt kurz auch da. Schaut mal. Die machen gerade Bilder. Dann sehen wir mal, wie das hinter den Kulissen ist. Auf jeden Fall habe ich mich total gefreut, dass die Coco auch da ist. Endlich sehen wir uns wieder. Ich habe mich auch gefreut. Ja. Gott, ihr seid so süß. Ich habe mich mehr gefreut. Immer zweimal mehr wie du. Nein, aber es ist echt schön hier, ne? Ja, voll. Ja. Voll chillig. Jetzt machen wir noch unseren Nagellack, ne? Ja. Wir machen jetzt mal einen Nagellack. Und zwar wird eine Farbe eingescannt, die ihr euch aussucht. Ich nehme die Essence-Farbe, dieses hier. Richtig cool. Ihr könnt natürlich mit einem T-Shirt kommen, mit einer Hose, mit einer Tasche, auf der irgendeine Farbe ist. Es wird dann eingescannt. Und dann wird jetzt mein Nagellack gemacht. Und zwar in dieser Maschine. Jetzt bin ich mal gespannt. Und das ist mein Ergebnis. Hier mache ich mir jetzt noch Aufkleber drauf und ich bin total zufrieden. Ich wollte ja diese Essence-Farbe haben und die habe ich tatsächlich bekommen. Und die Farbe hier gefällt mir auch richtig gut. Wir suchen eigentlich ein Taxi gerade. Egal, aber Hauptsache wir haben den Fernsehturm entdeckt. Und da drüben war das Event. Genau, da könnt ihr dann herkommen. Wir sind hier Hackescher Markt. Seht ihr das? Und muss in den Flieger. Bis zum nächsten Video. Ciao.